Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Resident Evil 4 Berserker Mod. Wir nähern uns schon langsam dem Hüttenkampf, vor dem ich ziemlich viel Angst habe. Denn der Hüttenkampf war krass bei meinem ersten Playthrough auf Profi, beziehungsweise auf Hardcore beim allerersten Mal, als ich es gespielt habe. Und jetzt im Berserker Mod wird er wahrscheinlich auch nicht gemütlich. Aber bevor wir uns dahin begeben, werden wir erstmal hier den Dorfplatz nochmal ordentlich looten und mal gucken, was uns das Spiel hier an neuen Gegnern auch entgegenwirft. Und dann nochmal ins Haus des Dorfvorstehers gehen. Ich habe noch nie, glaube ich, auf Deutsch das gelesen. Und dann machen wir den optionalen Hundekampf, der uns wahrscheinlich wieder unsere komplette Munition kosten wird. Und daraufhin werden wir dann ohne irgendwas... ohne irgendwas ins... Warum ist das Spiel gerade so leise? Wartet mal. Na, es geht schon. Es geht schon. Let's go. So wichtig ist es eh nicht. Ich will nur, dass man es wenigstens ein bisschen hört dann im Video. Okay. Dann gucken wir mal. Jetzt mit Ashley wird es gerade wirklich ein bisschen albern, habe ich das Gefühl. Das ist doch wirklich einfach nur gemein, oder? Dass die ihm gleich mal einen solchen in den Rücken stellen. Eh ganz klar. Naja. Aber ich habe damit gerechnet, ne? Ich habe es gewusst. Es war mir vollkommen klar. Ah, wartet mal ganz kurz, ne? Einen Moment. Gut. So, hatte die Kopfhörer wieder verkehrt rum auf. Ja, das ist ein bisschen komisch, ne? Die Kopfhörer haben sowohl Klinke als auch normalen kleinen Soundanschluss. Und das Kabel für den kleinen Soundanschluss, beziehungsweise für den großen, ich weiß es nicht. Eins von den beiden Kabel ist halt rechts und eins links. Und deswegen weiß ich immer nicht, warum ich die Kopfhörer aufsetzen muss, weil je nachdem, für was ich die benutze, habe ich das Kabel in der großen oder der kleinen Öffnung drin. Wenn ihr versteht, was ich meine. Und wenn nicht, ist auch wurscht. Glaubt mir einfach, dass ich verwirrend bin. Ich bin verwirrend. Vielleicht bin ich auch verwirrend, das weiß ich nicht. Irgendwie ist die Stelle bis jetzt sogar chilliger als im Original, oder? Bis jetzt ist noch kein großer Kuhmann gekommen. Das muss eine Falle sein. Ich bin mir sicher, hier kommt noch irgendwas. Mist. Wollte ich verhindern, dass die hier durchkommen, aber okay. Wo ist eigentlich Ashley? Oh, shit. Ashley, come on. So. Bling, 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 bling. Keine Bärenfalle am Boden direkt hinterm Fenster. Naja, da wären aber auch die Gegner jetzt gerade reingelaufen, ne? Wäre auch doof gewesen. Warte mal, ich höre. Ich muss das Spiel echt auf meinen Kopfhörern zumindest ein bisschen lauter machen. Ah, das war ein bisschen sehr laut. Moment. So, ich höre beten. Hier sind irgendwo Mönchskerle. Ich weiß nicht wo. Aber wir holen uns jetzt mal den optionalen Schatz da erstmal mit Ashley. Alles klar. Alles klärchen, Popärchen. Mach mir bitte mal die Tür auf. Genau, das wäre nett. Gut gemacht. Meine Tür steht offen, ich bitte euch herein, denn was mir gehört, soll auch euer sein. Wer kann's erraten? Was war das? Aus welchem Film? Schreibt's in die Kommentare. Ich sag's euch jetzt wirklich nicht. Hey, guck mal, die Kuh überlebt in dem Mod. Ich mag die Person, die den Mod gemacht hat. Die Kuh ist nämlich am Anfang nicht da, man kann sie nicht anzünden. Und dann steht sie gemütlich in ihrem Kuhstall und alles ist gut. Und ich finde das sehr, sehr löblich. Ich habe vergessen, wie ich die Karte aufrufe. So. So muss das sein. Endlich kann man die Kuh retten.
Oh, ich habe da drin noch einen Erweiterungsschatz vergessen. Was nicht wichtig ist, der Mod hat die Erweiterungsschätze und Schätze allgemein sehr stark entkräftet. Kampf steht hier im Mittelpunkt. Ne? Die coolen Belohnungen kriegt man, wenn man Gegner tötet, haben wir schon gelernt. Aber 1000 Peseten nehme ich auch mit, ne? Da sage ich nicht nein. Jetzt holen wir noch das braune Hühnerei. Da sage ich auch nicht nein. Das nehmen wir auch mit. Das wollte jemand hacken anscheinend. So. Und bevor wir jetzt weitergehen, gehe ich tatsächlich zum Bürgermeister. Die betenden Mönche, die lassen wir noch ein bisschen beten. Die sollen ihre Kräfte sammeln. Die können die brauchen für das, was denen gleich bevorsteht. Aber jetzt muss ich erstmal meine Kraft sammeln für das, was mir da oben eventuell bevorsteht. Ich weiß es nicht, aber wetten, wir gehen dann nicht einfach nur jetzt gemütlich in den Dachboden ohne Gegner. Ich traue mich wetten, dass der Mod sich da hat was Schönes hat einfallen lassen für uns. Oh mein Gott, ich habe Angst vor dem Dachboden. Jupp, Ashley, ich will auch einfach nur nach Hause. Aber wir müssen tun, was wir tun müssen, Ashley. Ich höre schon was. Ich habe was gehört. Moment mal. Regenerator? Nein! Es hört sich an wie ein Regenerator. Nein! Bitte nicht, hau ab! Ach du Scheiße! Oh Gott! Ashley, wir müssen jetzt sehr stark sein. Ich ahne Schreckliches. Auf den Dachboden wetten, auf den Dachboden. Wetten, Mendes hat auf dem Dachboden den Regenerator versteckt. Ach du Scheiße. Soll ich da überhaupt hochgehen? Ja, natürlich gehen wir hoch. Aber so früh im Spiel, ohne Thermaloskop. Jetzt einen... Oh Gott, kriegen wir den überhaupt klein? Soll ich es versuchen, den zu töten? Ich versuche es natürlich, den zu töten. Der droppt vielleicht echt was sehr Cooles. Aber wir müssen im Grunde auf gut Glück versuchen, seine Würmer rauszuschießen, ne? Ach du Scheiße. Ashley, pass auf. Ich glaube, da oben wartet die Hölle auf uns. Ach du Scheiße. Ja, was ist das hier, Ashley? Ach Gott. Leon, wir können es schaffen. Die sind nicht unsterblich. Aber halt schon ziemlich, ne? Ich habe eine Schwachstelle gesehen, verdammt. Ich habe sie nicht erwischt. Das war eine Schwachstelle. Ich habe noch eine erwischt anscheinend. Eher zufällig, aber gut. Und jetzt hat er auf jeden Fall noch eine auf dem Rücken, habe ich gesehen. Er stirbt. Ja, wir haben es geschafft. War gar nicht so schlimm. Alles gut. Ah ja, ein Goldplättchen. Ich hoffe, das war die ganze Munition wert. Hey, das Spiel ist ja nochmal so viel gemeiner, weil jetzt kommt dann noch der Hund, ne? Ich habe ja jetzt mit ihm schon, für ihn schon so viel Munition verschossen. Jetzt kommt noch der Superhund. Holy shit. Aber es war eigentlich ganz cool. War alles easy. Wie gesagt, ich bin wirklich den Hardcore-Schwierigkeitsgrad für den ersten Playthrough gewohnt. Und daher sind die Gegner alle gar nicht so schlimm, die man trifft irgendwie. Aber es ist schon eine coole, verrückte Gegnerkonstellation, die man hier so kriegt. Entferne dich. Bleib hinter mir. Ja, ich drücke nur die falschen Tasten, Ashley. Alles gut. Ich habe wieder... Was habe ich denn gespielt, wo man sich auf der Taste duckt? Ich weiß nicht mehr. Fortnite oder so, glaube ich. So, wo ist denn hier die Salazar-Statue? Ich hör dir trapsen. Ah. Okay. Let's go, Ashley. War gar nicht so schlimm.
Das Schlimme kommt, glaube ich, jetzt erst. Jetzt muss ich immer schnell, weil der Weg war ja gerade verbarrikadiert, ne, mit Steinsturz und so. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich hier hinten rausgehen kann und ob da vielleicht irgendwas Neues platziert wurde für uns. Nö. Einfach nur Sackgasse. Hätte ja sein können, ne? Okay. Dann geht's auf zum Dorfplatz. Ein Regenerator auf dem Dachboden. Haben wir gut weggekriegt. Alles cool. Da ist der optionale Bosshund. Ich werde den, glaube ich, mit der Magnum beballern. 3 Schuss Magnum dürften schon ein bisschen reinhauen. Ich befürchte nur, dass der jetzt nicht allein kommt in dem Mod, ne? Irgendwas wird sein. Der hat wahrscheinlich eine ganze Gang dabei. Schauen wir mal. Ich befürchte, den ich mit der Magnum angeschossen habe, war gar nicht der Boss. Der ist so scheiße schnell. Das war... Ziel neutralisiert. Hui. 5 Schrotflintenmunition. Was? Will mich der Mod jetzt ein bisschen verarschen? Nichts passiert. Die haben mir gerade ungefähr 5% der Munition, die ich auf die verschossen habe, erstattet als Belohnung. Was zur Hölle. Das war jetzt ein bisschen gemein. Das finde ich jetzt echt mies. Ansonsten hat das Spiel das so gut gemacht, dass böse, schwere Gegner auch bösen, schweren Loot bringen, ne? Habe ich gut gefunden. Und jetzt sowas. Das finde ich gemein. Da erwarte ich jetzt aber irgendwie, weiß ich auch nicht, was ich da erwarte. Wenigstens krieg ich beim Händler ein paar Spinellis und kann mir was Cooles dafür kaufen, ne? Das ist auch wieder auch wahr. Natürlich platzt ihm der Kopf. Okay, jetzt schauen wir mal, ob da drin zufällig gerade irgendwie... Ja, auf jeden Fall wird da drin gebetet. Muss ich aber mal gucken. Da stehen sie schon. Aber du betest gar nicht. Ja, geh mal die Treppe runter, das finde ich gut. Nein, geh ruhig, geh ruhig. Ah, schade. Hätte ich jetzt lustig gefunden. Der wäre einfach in die Minen reingelaufen. Aber der hat doch jetzt hier nicht so gebetet. Wo kommt das her? Kommen die, also sind die in der kleinen Hütte da vielleicht? Oh mein Gott, wie bist du hier hochgekommen? Leon, nein!
Ja, ich weiß schon. Ich weiß nicht, wie der hier hochgekommen ist, Ashley. Oh mein Gott, wir haben kaum noch Heilung. Ah, nee, stimmt nicht. Heilsprays blende ich immer irgendwie aus. Aber verdammt. Wie ist der wirklich hier hochgekommen? Wo ist der hergekommen? Ich höre mehr. Ah, das ist wahrscheinlich der eine, der noch da unten ist. Ach, die können da unten rumlaufen. Ah, okay. Sollen sie machen. Ich mag die Position hier eh gut zum Kämpfen. Aus dem Weg. Genau, auf dich habe ich noch gewartet. Okay, Ashley, wir haben es erstmal geschafft. Aber wie gesagt, die Gebetsgeräusche erklärt das immer noch nicht. Oder haben tatsächlich, aber die haben sich angehört wie die Mönchskerle, Gegner. Ja, keine Ahnung, okay, whatever. Ich habe, glaube ich, noch nie gehört, dass die normalen Ganados hier im Dorf so ein Geräusch machen. Aber wurscht. Wir haben den optionalen Hund. Wir haben den Dachbodengegner. Jetzt kommt die Hütte. Ich speichere mal schnell. Wisst ihr was? Ja, wir machen für heute Schluss. Danke fürs Zusehen. Hat mich sehr gefreut. Beim nächsten Mal machen wir jetzt hier den Bauernhof nochmal sauber. Und dann geht's, wie ihr schon erwarten könnt, ab in den Dorfkampf. Wird spannend auf jeden Fall. Danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.